So. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart. Beim letzten Mal haben wir das Testgelände auf jeden Fall erfolgreich beendet. Wir müssen jetzt nur noch das letzte machen. Also Testgelände 6. Gut. Ich gehe hier einfach durch. Ihr seht mich nicht, ich bin nicht da. Die haben mich wirklich nicht. Okay. Die haben mich auf jeden Fall ignoriert. Das ist schon mal gut. So, und auch hier kommen wir relativ. Also manchmal läuft er nicht dahin, wo ich will. Wir hängen immer irgendwo fest. Sagen wir es mal eher so. So. Hier gehen wir jetzt aber einmal entspannt lang. Speichern hier vorne nochmal. So. Und dann gehen wir hier unten wieder lang. Besser gesagt, wir haben hier unten, glaube ich, noch ein Auto gehabt, wo wir nehmen konnten. Das würde ich, glaube ich, auch noch mal. Ah, nee. Nee, kein verwendbares Auto. Okay, dann müssen wir laufen. Dann laufen wir zum Testgelände. Waren wir da schon drin? Das macht die Kameras hier in der Gegend aus. Okay. Wir müssen aber auf jeden Fall die Kamera brauchen. Also dich brauchen wir, glaube ich, hier, dass wir die Kameras hier auskriegen. Weil hier ist das Testgelände. Ich glaube, das kriegen wir nur auf, wenn wir da die Kamera wieder nehmen. Ja, schöne Statue hier auf jeden Fall. Aber sonst gibt es hier tatsächlich echt nicht so viel. Ich würde jetzt hier gerne lieber eher mal ein Auto finden. Aber ich muss mich halt von den Hauptstraßen ein bisschen fernhalten. Weil da sind dann die ro bösen Rubis. So. Machen wir mal eher hier so ein bisschen am Rand lang. Aber schade, keine richtigen Autos, also keine verwendbaren Autos, alle kaputt hier. Ah, es wäre schon noch geil, wenn wir ein U-Boot fahren könnten, ne? Am besten so das Größte, was es gibt. Das wäre natürlich super schön. So, da ist was abgestürzt. Dann gehen wir geschwind hier rein. Speichern kurz. Dann gehen wir hier weiter. Da vorne können wir auch speichern. Da ist schon ein Kollege, der uns erwartet. Den könnten wir aber eigentlich kaputt machen. Weil es bringt uns eigentlich nichts, wenn wir den kaputt machen. Ah, da wäre noch ein Auto, aber da wollen wir ja auch eigentlich alles gar nicht hin. Oh, da ist Mr. Bum Bum. Mr. Bum Bum ist dumm dumm. Ja, okay. Gut. Wir wollen da rein. Damit wir mit dem hier wahrscheinlich das Ding hier öffnen können. Jetzt die große Frage, können wir da einfach rüberlaufen oder ersaufen wir? Aber ich glaube, wir können hier einfach rüberlaufen. Und wir können schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. In letzter Zeit schwimmen wir sehr oft in dem Game. Und sehen sehr viele U-Boote, deswegen eigentlich ziemlich cool, wenn wir ein U-Boot fahren dürften. Ne? Ah, das könnte auch der Eingang zum Testgelände sein. Da liegt noch irgendwas. Okay. Gucken gleich mal über die Kamera.
Ah ja. Habe ich es ja gewusst. Okay. Damit können wir wieder runter. Und können da rein. Perfekt. Das nächste Testgelände. Wir hüpfen gerade von Testgelände zu Testgelände. Nicht wundern, warum. Oder ich hoffe, es stört euch auch nicht. Weil ich würde so viel hier gerne mitnehmen, wie es geht. Bis, dass wir, wenn wir über diese Brücke gehen, nichts verpassen. Oder nichts vergessen haben. Deswegen nehmen wir jetzt noch die zwei Testgelände hier mit. Und dann haben wir auf dieser Karte alles an Testgeländen mitgenommen. Und so viele, ja, Waffenerweiterungen, wie es geht, mitgenommen. Was uns auf jeden Fall sehr helfen könnte. Was ist das? Ey, ich hab dich angeschossen. Dovi. Okay. Auch hier schwimmen wir wieder. Boah, aber ich glaube, hier müssen wir eher kämpfen, so wie es aussieht. Ah, oder auch nicht. Erstmal looten wir. Das ist ein Aufzug nach oben. Ne, nach unten. Oh, okay. Geht noch weiter runter. Krass. Ja, Aufzug wieder. Relativ entspannt. Schönes Telefon. Ich würde echt gerne, also, ich hätte echt gerne das, dass ich, das, ich würde gerne wissen, was hier steht. Dürfte die Tür auch gerne aufbleiben. Das nächste Testgelände, die nächste neue Waffe. In der Tat. Und ich dachte, dass sich Anlage 3826 zivilen Wissenschaften widmet. Dingen wie der Erforschung des Weltraums. Ja. Das ist die eine Seite der Medaille. Und in der anderen machen sie ganz viele Waffen. So, Energie. Deine Nahkampfangriffe füllen mehr Energie der Rezuktionskammern auf. Deine Fernangriffe verbrauchen weniger Energie. Boah. Mit Handschuhleistung ermöglicht längere anhaltende Kryopolymerstrahlen. Weitere Verbesserungen der Kryoeinheit erhöhen die Haltbarkeit, wodurch die Dauer des Effekts erhöht wird. Ich glaube, ich würde das hier einmal machen, dass wir weniger verbrauchen. Das ist immer gut. Und wir gucken mal, ob wir irgendwas noch mitnehmen können. Wir ja schon einen hohen Verbrauch an Sachen hier haben. An Munition vor allem. Vier, ich wollte immer drei von allem, ne? Ja. Das hätten wir damit erreicht, ne? Ah, ne, du musst noch ersetzt werden. Gegen eine volle. Ja. Oh, und ich sollte auch Heilungsmittel mitnehmen, wenn ich schon so viel verschwende. Das machen wir doch. Sekunde. Ich nehme nur noch große mit. Ich habe so viele. So. Speichern. So. Dann geht's ab in die Anlage. Da kamen wir gerade her. Das ist der Raum, wo wir gerade drin waren. Wir können da lang und wir können da lang. Ich würde erstmal hier lang gehen. Da geht's nämlich Loot. So. So. Ich musste gerade nach Sound gucken. Der ist so leise auf meinen Ohren. Und hier können wir auch noch. Jawoll. Alles meins. Wir können auch mal wieder gucken, ob wir was verbessern können, wenn wir hier gelootet haben. So. Dann gehen wir mal rein, ne? Ja, hier haben wir alles. Die Gut. Ambitionen der kühnen Wissenschaftler von Anlage 3826 müssen da hoch.
Sie fragen sich, wie kann ich das Leben eines Sowjetbürgers im Weltraum so angenehm wie möglich gestalten? Damit drehen wir euch dann so, dass wir hochkommen und eine Tür haben. Ein solches Experiment lässt sich hier in Testgelände also nicht so. Wird es künftigen raumfahrenden Generationen möglich sein, sich in Schwerelosigkeit zu sehen? Ah, I see. Warte mal. Für einen Sowjetbürger ist nichts unmöglich. Okay, wir müssen dich eins so drehen, dass wir hier dann hochkommen und dann... Okay, okay, ich hab's verstanden. Okay, ich bin nochmal runtergefallen. Super. Ich hab's verstanden. So, jetzt müssen wir nämlich einmal dich nehmen. Und einmal, zweimal, ich glaube dreimal drehen, dass wenn ich jetzt alles drehe, das perfekt aufeinander passt. I'm missing something. Und zwar muss ich die Tür ja erstmal öffnen. Okay, Kacke. Kann ich jetzt? Ein bisschen verwirrt. Wie mache ich denn das? Ich dachte, ich hätte es hingekriegt. Ich dachte, ich hätte es raus, aber ich habe es doch nicht raus. Ich muss die Tür ja erstmal irgendwie. Ah, jetzt habe ich es. Ich kann die ja so öffnen. So, meine Güte. Damit haben wir sie offen. Damit müssen wir jetzt noch einmal das wieder zurückdrehen. So, und zwar musst du über uns sein. So, dass wenn ich jetzt alles zusammendrehe, ja, warte mal, das, doch, dann sind die nämlich auf dem Kopf. So. Ja, doch leicht, kinderleicht, easy peasy, lemon squeezy. So, wird hier wieder ordentlich gelootet. Ja, auch alle Fächer offen, alles aufmachen. Hier wird jedes Register gezogen. Ja. Oh, guck mal hier. Die werden gar nicht angezeigt, das ist ja frech. So, dann gehen wir hier mal kurz rein. Können wir nämlich zum einen speichern und zum anderen haben wir unseren Wackelkopfkameraden hier. Der gibt uns schon mal ein bisschen was. Und wir können hier einmal speichern. Will ich noch nicht lang, glaube ich. Aber ich kann auch noch hier lang.
nicht. Das ist ja doof. Okay. Dann müssen wir doch hier hoch. Tod den Maschinen. Ah, okay. Das kenne ich irgendwo her. Rechts. Zum Teufel mit den Maschinen. Warum kannst du mir das nicht erklären? Spiel. Ich glaube, das bedarf keiner Erklärung. Ich glaube, wir wissen alles, was da, alle, was das zu bedeuten hat. Diese Turbine dient sowohl als eine Schwarmanlage für WSP-9-Gruppen als auch als Akku für den Generator, der das mechanische Personal des Testgeländes mit Energie versorgt. Oh Gott, das sind ja die. Die sind irgendwie sehr fies, vor allem wenn das viele sind. Aber diesen Laserstrahlen nicht wirklich ausweichen kann. Na, gibt's hier kein Loot? Doch, hier vorne. Und hier. So viel wie es geht mitnehmen. Okay. Ah, hi. Oh, guck mal da. Nochmal das. Okay, mit dir kann ich nicht reden. Schade. Überall Wasser drin. Ah, da haben wir unseren nächsten Kollegen. Hallöchen. Kalasch. Kollimator. Okay. Na, hier geht's hoch. Dann gehen wir hier doch mal hoch. Reden können wir hier auch mit keinem, ne? Nee. Nee, nee, reden will keiner mit uns. Jetzt nicht lang, okay. Die Planungsabteilung von Testgelände 6 ist zuständig für erstens Lösungsfindungen für den Bau und die Unterstützung zukünftiger Testwerkstätten, zweitens Erstellung von Bauplänen für Sanierungen, Reparaturen und den Bau neuer Gebäude, drittens, muss ja auf jeden Fall rüber. Erstellung von Designspezifikationen und Kostenvoranschlägen für Bauvorhaben. Und viertens, ich habe hier was zum Klettern. Ah. Apropos Klettern. Hä? Okay, das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Ah, guck mal, hier können wir vor allem erstmal speichern. Das wird gemacht. Aber ich wollte doch da eigentlich hochspringen. Warum kam ich da jetzt nicht hoch? Ah, jetzt. Okay. Das bringt mir aber auch nichts. Hä? Ganz verwirrend. Okay. Habe ich dich? Brain, Hilfe. Da muss ich irgendwie wieder darüber. Thank you.
Okay. Okay, das war jetzt. Das war jetzt einfacher, als ich dachte. Das war jetzt tatsächlich echt einfacher, als ich dachte. Haben wir auch nichts verpasst? Habe ich alles gelootet, was ich looten kann? Naja, da gäb's noch was. Nun die große Preisfrage, wie kommen wir da hin? Warte mal. Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Oh. Ich sehe wie. Das ist natürlich jetzt ziemlich doof gewesen. Hätte ich auch vorher schon machen können. Zwar brauche ich jetzt tatsächlich einfach mal das Regal wieder. Kann einfach reinfallen lassen. So. Dann machen wir die Tür hier noch auf. Zahn ist da weg. So. Das haben wir. Dann können wir hier wieder hoch. Sneaken uns hier wieder dran vorbei. Und damit haben wir es. Und damit würde ich auch sagen, ja, wird jetzt auch wieder mal ein bisschen kürzere Folge. Besser gesagt, nee, wir können ja noch mal ganz kurz. Was soll es sein, Major? Zum einen hier gucken, was wir hier upgraden können. Nichts wahrscheinlich. Nee, das ist alles zu wenig. Dann gucken wir nochmal bei den Waffen, was wir hier upgraden können jetzt. Und zwar, ich weiß nicht, haben wir für die KS was bekommen? Ja. Nee, das hatten wir, glaube ich, schon. Und Zielvorrichtung, nö. Hier haben wir tatsächlich noch nichts. Wir haben aber für die Kalasch ein bisschen was. Und zwar erweitertes Magazin hatten wir letztes Mal schon, aber wir haben hier auch noch Kollimator. Ein anderes Kollimator macht das Ziehen komfortabler. Wärmebild. Ich würde bei der tatsächlich bei der Wärmebild bleiben. Wir haben noch für den Dominator was bekommen und für die andere. Und zwar Vortex-Wandler. Nee, das passt. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Ersetzt Patronen mit Schrott. Ah, okay. Erhöht die maximale Feuerrate. Auch interessant. Wir können bei der PM aber auf jeden Fall was upgraden. Und zwar war da doch... Lauf? Nee. Magazin haben wir bekommen. Und Kollimator hatten wir bekommen. Okay, Magazin würde ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Die benutzen wir ja doch sehr oft tatsächlich. Und zwar würde ich das tatsächlich einfach komplett erweitern. Und hier würde ich... Ah.
Erhöht die Genauigkeit, erhöht die Aufladung. Aufgeladene Schaden, erhöht das Magazin, erweitert das Magazin. Bolzenrahmen. Verringert den verursachten Schaden gegen, gegen Schwachstellen. Ja. Hier würde ich, glaube ich, tatsächlich echt dabei bleiben. Wir können aber das Magazin upgraden. Soweit wie wir können. So, Kartuschenwaffe lasse ich erstmal so, wie sie ist. Hier kann ich auch nichts verbessern. Ich würde tatsächlich bei der PM auch mal auf Mündungsbremse gehen. Ja. Die lieber voll aufstatten. Und wir machen jetzt hier den Kollimator drauf. Ja. Gut. Beim Schneeball können wir den Griff noch verbessern. Kartuschenwaffe will ich jetzt nicht wirklich verbessern. Den Dominator. Da können wir hier das noch verbessern. Er ist doch tatsächlich sehr, sehr viel. Verringert den Schaden. Ja, das will ich eigentlich nicht, ne? So, Fatboy haben wir noch. Da können wir aber auch noch nichts verbessern. Wir könnten upgraden auf Mine. Bin ich aber kein Freund von. Vor allem fehlt uns dafür auch tatsächlich Material. Ja, Elektro. Brauchen wir auch nicht wirklich upgraden. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, wir speichern mal und ja, jetzt danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.